Not macht erfinderisch. Das erlebte vor einigen Wochen auch eine Sprachanimateurin der Euregio Egrensis. Eigentlich sollte die gebürtige Tschechin ja deutschen Kindern ihre eigene Muttersprache, das Tschechische, näher bringen. Doch Corona wollte das anders. Die Kitas sind geschlossen, die Kinder zu Hause. Da kam man in der Euregio Egrensis auf eine Idee. Kurzerhand verlegte die junge Frau ihre Tschechischstunden ins häusliche Wohnzimmer. Dort kann sie nun jedes Kind besuchen. Die tschechische Sprache lernen, wie man eine Muttersprache lernt. Das ist das Ziel des sogenannten Sprachbads, das die Euregio Egrensis an Kitas im Grenzraum zu Tschechien anbietet. Das Förderprojekt vom Freistaat Sachsen läuft seit August letzten Jahres. Corona hat es auf Eis gelegt, in der altbekannten Form. Doch die Mitarbeiter der Euregio Egrensis sind erfinderisch. Es hat so angefangen, dass wir mit Euregio Egrensis in Plauen und mit der LANA, das ist die Landesstelle für Nachbarsprachen, überlegt haben, wie können wir in dieser unerreichbaren Zeit unsere Kinder trotzdem erreichen, wie wir ihnen aufrecht erhalten bleiben. Und ich wurde gebeten, kleine Videos zu drehen, die die Kinder ansprechen und sie ihnen auch die Zeit, die Corona-Zeit, ein bisschen verschönern und dass wir auch nicht in Vergessenheit geraten. Und so kam die Idee vor Ostern, wir könnten uns eigentlich etwas überlegen mit der Ostertradition. Die deutsche und die tschechische Tradition hat den Hasen gemeinsam und dann kam rein spontan mal in meiner Küche die Idee, ich mache gerade Möhrensalat, hey, warte mal, habe ich gleich mein Kindchen gerufen, meine 10-jährige Tochter, und sagte, hey, hast du Lust, ein Video zu drehen? Ja, Mama, das machen wir. Und so entstand die Idee, ein Rezept für die Kinder zuzubereiten. Kleine Herausforderung war, dass wir ein bisschen überlegen müssten, wie demonstrativ genug, wie anschaulich genug und wie ansprechend genug wir das für die Kinder gestalten, weil es ist alles in der tschechischen Sprache gesagt und dass die Kinder uns auch bei dem Video bleiben und vielleicht auch ihr Mitmachgeist wecken. Corona brachte hier auch mal einen Vorteil. Pavlinas Tochter Stella war zu Hause und dadurch als Kamerakind oder Frau verfügbar. Wir wurden uns auch ziemlich schnell einig und Stella hat sehr schnell verstanden, aha, da muss ich die Fernaufnahmen machen, da muss ich die Nahaufnahmen machen. Und wir waren uns ziemlich schnell einig und uns hat es schon Spaß gemacht, oder? Ja, es war sehr toll. Und ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß dran. Das war ziemlich cool. Zwei Videos sind nun schon gedreht und veröffentlicht. Wie erwähnt schon das Möhrensalat mit unserem Osterhasen, mit dem Zajíček. Ahoj! Dnes vám povíme pohádku o koblíškovi. Und nach Ostern kam ein Märchen, Osterzeit, eine Märchenzeit. Da haben wir uns überlegt, dass wir ein Märchen drehen. Ich muss betonen, wir waren erst nach dem 20. Video zufrieden, weil es gab immer so kleine Diskrepanzen, wo wir gesagt haben, jetzt ist es noch nicht richtig gut, jetzt ist es nur mittelgut. Und wie gesagt, nach 20 Videos haben wir dann ein tschechisches Märchen, der entlaufene Pfannkuchen, gedreht. Die Geschichte bringt den Kindern die Namen der Wildtiere nahe und dadurch, dass sich die Erzählung immer wiederholt, kann man auch schön das Vokabular schnell sich aneignen. Ahoj, Zajíčku! Ahoj, Koblíšku! Resonanzen gab es auch schon auf die Videos. Zum Beispiel aus dem Falkenstein-Kindergarten A Schweizer kam eine super schöne, ziemlich schnelle, spontane Reaktion von einem kleinen Jungen, der sagte, Mami, aber da müssen wir heute sofort in den Supermarkt gehen und da müssen wir die Möhren kaufen, damit wir für den Zajíček einen Salat machen können. Ist es nicht schön? Zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende April waren zwei weitere Videos in Arbeit. Hier geht es unter anderem um das alltägliche Morgenritual der Kinder. Von dem einfachen Aufstehen, Anziehen, über die Morgenhygiene und dann auch mit dem Frühstück, dass die Kinder sich einfach dabei wohlfühlen.
Das Mutter-Tochter-Team ist inzwischen wirklich gut eingespielt. Dass es zudem noch Spaß macht, das ist offensichtlich. Pavlina Kellerowa genießt das Zusammensein mit ihrer Tochter. Doch normalerweise besucht sie Woche für Woche Kita-Gruppen im oberen Vogtland. Ich vermisse meine Kleinen sehr und ich weiß leider nicht, wie diese ungewöhnliche Zeit bestehen bleibt. Deshalb möchten wir gerne nach wie vor die Zeit nutzen. Und nächste Videos sind schon in Überlegung. Da haben wir uns so gedacht, dass wir vielleicht die Frühlingsthematik aufs Video bringen, dass wir vielleicht die Namen der Frühjahrsblüher ansprechen und dass wir vielleicht ein bisschen mitmalen mit den Kindern. Auch andernorts hemmt Corona das grenzüberschreitende Miteinander. So sind deutsch-tschechische Stadtfeste, Wettkämpfe oder etwa Kulturworkshops erst einmal tabu. Die Organisatoren sind im Zwangspausenmodus. Doch auch an die Zeit nach der Krise will gedacht sein. Dann stehen Veranstaltungen aus der Warteschleife an. Was so manchem Vorhaben derzeit noch fehlt, ist die beantragte Finanzierung. Die Euregio Egrenzes hat für diese Projekte ganz unbürokratisch die Vergabepraxis geändert. Ja, unser deutsch-tschechischer Vergabeausschuss für die EU-Gelder tagt einmal im Vierteljahr. Wir treffen uns dort regelmäßig und entscheiden dort über so circa 10 bis 30 Projekte jedes Mal. Und diesmal hat uns natürlich auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir und auch die tschechischen Kollegen dürfen ja unsere Länder nicht verlassen. Und auch für die Projektträger ist es eine unschöne und schwierige Zeit. Sie haben geplant und Dinge vorbereitet, Gelder beantragt und sind zurzeit natürlich auch teilweise verunsichert. Da haben wir uns kurzerhand entschlossen, diesen ganzen Ausschuss quasi online tagen zu lassen, beziehungsweise das Abstimmungsverfahren elektronisch durchzuführen. Und somit konnten wir also die Gelder in kurzer Zeit auch bewilligen. So konnten knapp 390.000 Euro ohne weitere Zeitverzögerung vergeben werden. Die Antragsteller haben nun Sicherheit und können ihre Vorhaben allen derzeitigen Widrigkeiten zum Trotz so gut es geht weiter planen und vorbereiten. Ja, thematisch fließt das Geld dieses Mal in zwei Handwerkskunstprojekte und Kulturprojekte, 10 Projekte zu Ortspartnerschaften, 8 Sportprojekte, 4 Kinder- und Jugendprojekte sowie 5 Vorhaben zur Traditionspflege. Ein Projekt ist dabei zur Polizeiarbeit und zur Drogenprävention im Grenzraum. Ja, so plant der Sportverein Turbine Bergen im Bereich Fußball zusammen mit Slavia Karlovy Vary Treffs zur Nachwuchsförderung in Theorie und Praxis zusammen mit einem Fußballturnier. Der Kinderschutzbund Aue-Schwarzenberg hat mittlerweile sein 20. deutsch-tschechisches Kunstprojekt im Plan mit Schülern im Alter von 12 bis 14 Jahren. Es sind noch ausreichend Gelder in dem Fonds zur Verfügung für weitere deutsch-tschechische Projekte, die auch zurzeit weiterhin geplant werden können. Die Frist für den nächsten Ausschuss, der im September geplant ist, ist der 30.06. Bis dorthin müssen also die Förderanträge bei uns in der Geschäftsstelle eingegangen sein. Jene Fördergelder der Europäischen Union hat die Euregio Egrenzes vorerst noch bis 2021 zu vergeben. Insgesamt 210.000 Euro für solch grenzüberschreitende Vorhaben, die von deutscher Seite aus beantragt werden. Wir sind als Netzwerkorganisation natürlich in ständigem Kontakt mit unseren Mitgliedern, mit unseren Partnern und tauschen uns ständig auch über die aktuelle Lage an der deutsch-tschechischen Grenze aus. Wir sind aber auch in Kontakt mit anderen Grenzregionen. So war kürzlich in Plauen eine Konferenz der Euroregionen an der sächsisch-tschechischen, an der bayerisch-tschechischen und an der deutsch-polnischen Grenze geplant. Wir haben das Ganze nun auch als Videokonferenz durchgeführt, um uns also über die aktuelle Situation zu informieren und auch gemeinsame Strategien auch im politischen Sinne zu entwickeln. Erfahren Sie dazu hier bei uns auch künftig Neuigkeiten aus dem Grenzraum. Jeden ersten Freitag im Monat um 19 Uhr bei Tag aktuell, wenn es wieder heißt, komm doch mal rüber, das Grenzgängermagazin der Euregio Egrenzes.